Mir fällt auch gerade auf, der schaut doch ständig automatisch nach oben. Wenn ich nichts drücke, schaut er nach oben. Das könnte ein Controller-Problem sein. Darum bin ich auch vorhin automatisch nach oben geklettert. So, ich hoffe mal, das funktioniert jetzt. Ich versuche einfach mal in der Aufnahme hier den Controller zu wechseln. In der Hoffnung, das funktioniert auch. Dann benutze ich jetzt einen PlayStation-Controller statt Xbox. Sind ja noch weniger. Da sind die Tasten auch komplett vertauscht. Oh, wie mache ich denn jetzt weiter? Was habe ich jetzt gemacht? Das ist die Map. Schön. Hier sieht man es gut. Der drückt kontinuierlich die Knöpfe. Hm. Aber warum der PlayStation-Controller auch? Mal den anderen anschließen. Das ist mysteriös. Spiel pausiert. Das ärgert mich gerade ein bisschen. Der drückt ständig nach oben. Okay, dann machen wir es ganz anders. Mit Tastatur funktioniert's. Ist halt jetzt nicht mehr so prickelnd, ne? Da muss ich noch ein bisschen rumtesten, warum das so ist. Kann ich doch. Drücke X, um die Fackel zu nehmen. Ui. Da komme ich noch nicht hoch. Drücke X, um einen Schlüsselstein zu verwenden, aber ich habe ja noch gar keinen. Hm. Rein. Hier komme ich noch nicht rein. Komme ich da drauf eigentlich? Ja. Bringt mir nur nichts. Erst noch woanders hin.
Hier geht's aber auch nicht mehr weiter. Habe ich direkt die nächste Stelle gefunden, wo ich nicht weiß, wo es weitergeht. Ja. Ich kenne halt die Tastaturbelegung jetzt auch nicht. Moment, da kann ich aber reinschauen. Steuerung nach unten, Rechtsfähigkeit 1 ist Maustaste und Z. E, X, R. Also es ist definitiv einfacher mit Controller zu spielen, wenn es geht. Ja, ich kann hier nichts machen. Hey. Geht's hier weiter? Schlüsselstein habe ich keinen. Da komme ich nicht hoch. Das ist auch zu weit weg. Kann man da reingehen? Mit der Fackel rumhauen. Das ist praktisch. Geisterlichkugel. Geisterlich kann bei freundlichen... Ah, das kennen wir schon. Da kommen wir aber hier mit nicht weiter. Was ist das für eine Kugel da oben noch? Jetzt ist sie weg. Fackelt ab. Sehr schön. So, das kann ich wahrscheinlich nicht wegbrennen. Kann ich das wegbrennen? Ja. Okay, ich habe rausgefunden, wie es weitergeht. Ohne Controller wirklich creepy. Wer bist du? Drücke X, um mit Tok zu sprechen. Nein, ich bin kein Muki. Na, mit dem können wir dann vielleicht handeln. Na genau, die Schlüsselsteine möchte ich haben. Der fehlende Schlüssel, neue Quest. Finde den Schlüsselstein, drücke Tab, um die Quest zu sehen wahrscheinlich. Finde den Schlüsselstein. Ah, ich habe vergessen, was die Taste ist. Die Taste ist es. Lass mal wieder abfackeln. Energiekugel. Du hast eine Energiekugel gefunden. Sammle sie, um Oris Energie wiederherzustellen. Ich habe noch gar nichts verbraucht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Achso, hier kann ich ja wieder runter. Okay. Au.
Springe auf blaues Moos, um dich daran festzuhalten. Das ist ja cool. Komme ich aber da hoch? Ah. Ach, da ist so blaues Moos. Ha. Kaum kriegt man es erklärt, habe ich schon wieder vergessen. Ich habe einen Schlüsselstein. Okay. Der ist wahrscheinlich da hinten. Wo geht's hier noch hin? Hey. Ach, ich habe keine Fackel mehr. Ach du Scheiße. So, bitteschön, Schlüsselstein. Oh, Mira. Honor Mira. Esa Ujik. One. Onok. Ani Nugsam. Sehr schön. Der fehlende Schlüssel. Quest abgeschlossen. Jetzt den ganzen Weg wieder zurück, um das Tor zu öffnen. Yay. Da komme ich aber nicht rein. Oh, was ist denn das da hinten? Autsch. Eine Attacke oder sowas. Nicht gut. Ich habe keine Attacke. Ja. Mist. Das ist ja geil gemacht. Errungenschaft freigeschaltet. Das war knapp. Ja. Jetzt habe ich wieder keine Fackel mehr. Jetzt weiß ich wieder nicht, wo es weitergeht. Oh. Vielleicht hat er irgendwas getroppt oder so. Hier brennt auf jeden Fall alles, aber ich sehe sonst nichts. Nein, das war zu tief. Mist. Ja, super. Na, so komme ich ja nie im Leben hoch. Kann ich nur hier lang.
Schon wieder so eine komische Katze. Bleib doch mal da. Ich habe gedacht, das läuft weiter, aber ich habe dann selbst noch laufen müssen. Jetzt darf ich wieder nicht. Ich glaube, das ist unsere erste Fähigkeit. Das war ein Nickerchen gemacht, ja. Während uraltes Licht erwachte. Sucht Naru und Gummo die Nacht hindurch. Die sind auch arm dran. Wir wissen gar nicht, was los ist. Mitzis? Mitz? Du bist nicht wie die anderen. Der Kreischer, der Heuler. In dir leuchtet ein uraltes Licht. Der Baum hat sich erinnert. Er wusste, er leuchtete. Er hat seine Erinnerungen mit dir geteilt. Geisterklinge, du hast eine neue Fähigkeit erlernt. Halte Q gedrückt, um sie Z, X oder C zuzuweisen und führe Kombo-Angriffe aus. Ah, mit der Tastatur ist das Mist. Halte Q gedrückt, um sie Z, X oder C. Ich glaube, ich mache mal auf C. Nutze jetzt das Licht, wir wollen sehen. Ohne Gegner? Yay. Sehr schön. Ah, das kriege ich auch kaputt dadurch. Uns endlich hier durchschnetzeln. Boah. Mist. Ja. Komm hoch. Autsch. Ja. Das tat nicht gut. Komme ich da durch? Ja. Magnet, du hast einen neuen Geistersplitter erhalten. Ohre fliegen weiter entfernte Kugeln zu. Drücke zum Anlegen Tab. Ja, nun? Okay, man kann insgesamt also drei Fähigkeiten haben, die man aus der ganzen Palette hier dann sich aussuchen kann. Heilung? Sehr schön. Da waren wir schon. Mitzis? Mietz. Das Licht hört auf dich. Du musst tatsächlich ein Geist sein. Wir Moki dachten, all die Geister wären aus Niven verschwunden. Weg. Bis bald, Geister. Du suchst nach jemandem. Wir kennen einen Sucher. Den großen Mosik. Gehe zum Wächter des Sumpflands.
Quolok wird dir helfen, den Weg zu finden. Ja, ganz da hinten. Super.